So, willkommen hier bei einer nächsten Runde. Heroes of Warcraft, Hearthstone Arena. Ja, Arena sind wir auch gerade dran mit unseren schönen Schurken hier. Haben das erste Match gewonnen, die nächsten beiden leider in Folge verloren. Bisschen Pech war natürlich immer dabei. Ja, ich würde jetzt mal sagen, es war nicht unbedingt mein Fehler. Karten so gut es geht ausgespielt. Aber ja, ich lasse mich auch immer gerne des Besseren belehren. Schreibt mir doch gerne mal ein paar Comments unten rein. Sagt mir, was ich hätte besser machen können. Was ihr meint, was man hätte anders machen sollen. Oder irgendwelche Vorschläge, die ihr auf jeden Fall für mich habt. Da freue ich mich immer drauf. Ich bin ja auch noch in der Lernphase in dem Spiel. Allerdings würde ich sagen, ich bin kein schlechter Spieler. So, wir haben jetzt den Gegner hier. Den Rexxar, den Hunter. So, Heilkarten haben wir hier auf der Hand. Legen wir alle weg. Mir zu viel. Nur mal was anderes. So, ja, das sieht doch schon mal besser aus. Ist auch lustig. Wenn man jetzt einen Charge hat, kann man den Charge legen, angreifen und dann die Karte halt in die Hand nehmen. Aber oh, Vanish. Ich hätte Vanish echt nicht ins Deck nehmen sollen. Ich finde die nicht so pralle. Ne, wir spielen mal gar nichts. Jetzt haben wir natürlich so gut wie keine Minions in der Hand, sonst ist es nicht so pralle. Ich glaube, den hole ich raus, ja. Dann spielen wir nächste Runde hier den Sergeant. Weil ich spiele das gleiche. Sehr interessant. Ich würde sagen, wir hauen ihn hier raus. Nehmen ihn wieder zurück auf die Hand. Und legen ihn dann für einen hin. Und töten ihn dann auf den Eber. Ich glaube, das war ganz gut gespielt so. So, ja, jetzt habe ich natürlich den Charge gezogen, den ich eben gerne gehabt hätte. So, was haben wir hier? Zwei Krokodile, drei Leben jeweils. Nehmen wir ihn jetzt hier erstmal zwei Angriffe mehr. Hauen erstmal ein Krokodil weg. So. Dann, Charge legen, dann wären alle weg und einen hätten wir übrig. Oder wir legen die Waffe und töten ihn, aber das ist eigentlich Verschwendung. Ich würde sagen, wir töten das Krokodil. Ja, wir töten das Krokodil. Here we go. Suck steel. Ah. Job done.
Squire, attend me. Ready, sir. So, interessant. What you want? Das war nicht schlecht. Das gefällt mir so. So. Pack mal noch einen Charge raus. Könnten einen Schaden machen. Nee, brauche ich mal eine Combo für. Ah, wir hauen jetzt hier den erstmal weg. Tschüss. Und dann kriegt hier dein Hero auch noch ein bisschen Schaden. Ja, so ist das manchmal. Der Amo, der weiß, was er tut. Holt auch noch sein Taunt raus. Oh, Geheimnis. Geheimnis ist immer bei Huntern immer so 2 Schaden für alle deine Minions. Das kenne ich schon. Fan of Knives. Das ist ein Bär, nehmen wir ihn auf jeden Fall jetzt erstmal weg. Das könnten wir noch vanishen. Aber dann kriegt er den von eben wieder. Das zählt ja nur für Minions. Das könnten wir machen. Aber dann kann ich keinen Raketenbot legen. Oder wir legen den Raketenbot, weil dann wird er wahrscheinlich den Raketenbot eher töten. Ah, legen wir einfach mal. Oder? Na? Und hauen ihn weg. So, er hat 100 pro die Karte, dass sie 2 Schaden an jeden macht, wenn ich einen Hero angreife. Für das Vieh ist mega mies. Aber da kommt jetzt unser Wargolem. Der ist ja sowieso tot, ne? Oder. Time for killing! Kann ihn retten, wenn ich 2 Viecher hinlege, ne? Ne, der hat auch nur 4 Leben. Das bringt's nicht. Ich will jetzt möglichst wenig aufs Feld legen. Time for killing. Wie gesagt, da liegen ja 2 Damage hinter. Wir könnten jetzt ein Minion töten, immerhin. Ja, mach mal. 4 Damage kriegen wir nichts ohne jeden Fresser. So. Und diese Runde noch legen? Nee, wir legen den Alarmrobot. Haha! Das könnte doch noch spannend werden. Weil er hat nur noch 3 Karten auf der Hand, da kann nicht mal Gutes dabei sein. Der Kernhund, na okay, der ist natürlich gut. So, ein Schaden, das ist natürlich lächerlich. Mein Torn fliegt hier raus. Für die Karten, die ich haben wollte. Wir können ihn den Kernhund zurück auf die Hand geben, nachdem wir ihn direkt angegriffen haben. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Machen wir. Ja, 2 Schaden, bla bla bla. Nein, er attackiert einen anderen. Cheate. Das war so nicht geplant. Hab ich doch nicht recht gehabt. Das ist ja mies. Da legen wir wieder unseren Bot. Nehmen wir noch 2 Schaden dazu. Ah, den Nomaden können wir dann ja auch raushauen. So, Rexa, was hast du Schönes? Hast du was dagegen zu wirken? Der Kern muss ja jetzt erstmal den Taunt angreifen. Ja! So lucky! So lucky. Oh mein Gott.
Da kriegt er meinen Wargolem. Ja, geil, sieh dich. Hat er nicht angegriffen? Der den Wargolem auf die Hand, das ist natürlich mies. Engaging TC-130 Mental Dislocator. Holla. Job done. Jetzt wird's interessant hier. Eieiei. Tja, jetzt weiß ich langsam auch nicht mehr weiter. Erstmal eine Karte. Alles Cheater. Squire, attend me. Ready, sir. Wir müssen den hier wegnehmen. Job's done. Oh, zwei zu jedem. Nein, ich hätte... Okay, ja, das war's. What the fuck? Gay. Ganz blöd gelaufen. Naja, dann können wir mit einem Win immerhin gucken, was wir da drin haben. Dazu einfach das nächste Video einmal anklicken oder hier in der Playlist bleiben. Bis gleich!